Das wohl edelste Gewürz, was wir kennen und gleichzeitig auch momentan wohl eines der teuersten, ist der Safran. Der beste Safran kommt momentan aus Spanien zu uns und wird hauptsächlich in zwei Varianten angeboten, entweder in Pulverform oder hier als Safranfäden. Safranfäden deshalb, weil Safran ein Blütenfaden, ein Stempelfaden aus einer Krokusart ist, also einer kleinen Blume, der also sehr sorgfältig und vorsichtig geerntet werden muss, daher auch dieser hohe Preis. Und Safran hat die Eigenschaften, einmal extrem stark zu färben und bringt gleichzeitig noch einen sehr feinen, einzigartigen Geschmack mit. Also man färbt damit sämtliche Arten von Gerichte, von Kuchen bis Reisgerichte. Und Safran gibt also eine intensive gelblich-orangene, fast rötliche Färbung ab. Das kann ich hier mal demonstrieren. Nehme ich hier Safranpulver, also fein zermahlene Safranfäden, mal in ein bisschen warme Milch abgebe. Und auf der anderen Seite hier mal ein, zwei Safranfäden vorsichtig mal hier ins Wasser gebe. Und man sieht dann schon schnell, wie intensiv da Farbstoffe abgegeben werden und wie sich die Flüssigkeit dann verfärbt. Mal hier ein bisschen rühren. So, und hier sieht man also, dass die Fäden doch sehr trocken sind, wenn man sie aus der Packung holt. Das heißt, wenn man sie verwenden möchte, besonders die Fäden beim Kuchenbacken oder ähnlichem, dass man die Fäden vorher schön in ein bisschen Flüssigkeit, also Wasser oder der entsprechenden Milch, die man im Rezept verwendet, schon mal einweicht.